Ja. Hallo Leute. 2% in Bayern. Bitter. Nach allem, was wir da geleistet haben, was die bayerischen Piraten dort geleistet haben im Wahlkampf. Trotz allem keine 5%-Hürde geknackt. Zeit zum Aufhören. Es ist tatsächlich Zeit zum Aufhören. Wenn ich mal genauer drüber nachdenke, wird die allumfassende Überwachung einfach aufhören. NSA, BND, dass schon unsere Jugend daran gewöhnt wird, standardmäßig komplett überwacht zu sein. Sei es durch Eltern, die mit Smartphone-Apps jede einzelne Bewegung ihrer Kinder beobachten, sei es durch den allmächtigen Staat, der mit omnipräsenten Kameras die Bevölkerung allumfänglich überwacht. Wird das einfach aufhören? Wird es einfach aufhören, dass der demografische Wandel und die Veränderung unseres Sozialsystems dazu führt, dass viele Menschen einfach keine Zukunft mehr haben? Die Missstände bei den Harzgesetzen, die Menschen in die Hoffnungslosigkeit treiben, an der Teilhabe der Gesellschaft ausschließen, wird das einfach aufhören? Das Kaputtsparen unseres Bildungssystems, wo man kurzfristig sagt, wir haben eine Budgetlücke. Wir haben eine Budgetlücke und die muss gefüllt werden. Wir müssen irgendwelche Wahlversprechen erfüllen. Und dass man dadurch die Zukunft des Landes kaputt spart. Wird das einfach aufhören? Die Fremdenfeindlichkeit, sei es jetzt ganz subtil, Autobahnmaut nur für Ausländer, denn wir zahlen im Ausland ja auch. Oder grün-rote Variante, Studiengebühren für Ausländer. Diese offensichtliche populistische Stimmungsmache gegen das Fremde. Wird das einfach aufhören? Wird das einfach aufhören? Die Privilegien der Kirchen und der Religionsgemeinschaften, der Großen, der Anerkannten, die hier mit unseren Steuergeldern Kindergärten, Kindertagesstätten, Hospitals betreiben und uns währenddessen ihre religiösen Maßgaben aufoktroyieren, die hier Bekenntnisschulen betreiben und Kinder von diesen Schulen ausschließen, weil die verdammt nochmal nicht bereit sind, ihren persönlichen Glauben abzulegen. Und das im 21. Jahrhundert in einem Staat, der von sich behauptet, dass er das kalte Mittelalter, wo die Leute ihren Glauben aufgezwungen bekommen haben, hinter sich gelassen hat. Wird das einfach aufhören? Wird das einfach aufhören? Oder sei es die Verteufelung von Computerspielen. Da dachte man ja schon vor langer Zeit, aha, die schauen sich das langsam an, die verstehen. Computerspieler sind keine Killer. Aber nein, auch heute noch. Auch heute noch machen Konservative, wann immer irgendwo eine Schießerei ist. Und sei es noch so absurd. Propaganda gegen ganz normale Menschen, die Computerspiele spielen. Wird das einfach aufhören? Puff, ins Nichts verschwinden. Großprojekte. Wenn wir an BER denken oder an S21 oder die Elbphilharmonie, wo mit einem Dilettantismus vorgegangen wird, wo ein Offenlegen von Fakten verweigert wird, wo offene Korruption stattfindet, wo Misswirtschaft stattfindet, wo Milliarden versenkt werden, wird das einfach aufhören. Puff, plötzlich alles gut, alles bestens, das wird nicht einfach aufhören. Oder werden die bundesweiten Volksentscheide endlich kommen? Eine Menge Parteien haben es anderen versprochen, das finden wir gut, das werden wir machen. Es wird nicht von selbst geschehen. Oder das Quorum gesenkt. Alle Landtagsparteien in Baden-Württemberg haben sich dafür ausgesprochen, die Quoren für Volksabstimmungen zu senken. Ist in den letzten 2 Jahren irgendeine Initiative auf den Weg gekommen, um das Quorum zu senken, seit dem Volksentscheid zu S21, wie uns das versprochen wurde? Nein, denn es wird nicht von selbst geschehen. Das wird nicht einfach passieren. Und Netzneutralität. Wird die weiterhin bestehen? Haben wir überhaupt eine Chance in Zukunft auf ein neutrales Internet, wo Daten transportiert werden, unabhängig davon, wer wie viel bezahlt?
Gibt es eine Chance? Wird das einfach so passieren? Wo jetzt schon die Provider tendenziell Schritt für Schritt versuchen, die Netzneutralität zu untergraben, aus Profitgründen, fundamentale Prinzipien aushebeln, aus Profitgründen. Wird das einfach so aufhören? Einfach mal aufhören. Und der Abmahnwahnsinn, wird das einfach so aufhören? Da hat die Bundesregierung eine Augenauswischerei auf den Weg gebracht und gesagt, oh, wir haben jetzt verhindert, dass der Abmahnwahnsinn weitergeht. Bullshit! Das wird nicht einfach so aufhören. Da können irgendwelche Nebelkerzen gar nichts verändern. Das wird nicht einfach so aufhören. Oder der Verkauf der Wassernetze, der Verkauf der Energienetze und der Verkauf der Infrastruktur und die Privatisierung. Jetzt momentan geht es uns wirtschaftlich einigermaßen gut. Da passiert dieser Wahnsinn nur selten. Da ist eine Kommune pleite und dann macht sie es vielleicht. Aber was ist denn mal, wenn wir ein größeres Budgetloch haben? Dann werden sofort wieder unsere fundamentalen Lebensgrundlagen verscherbelt. Mit katastrophalen Auswirkungen. Und sowas kann nicht angehen. Wird sowas von selbst aufhören? Wird das von selbst aufhören? Oder die Gleichberechtigung der Lebensmodelle? Da leben Menschen zusammen, wollen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Aber der Staat wendet willkürliche Kriterien an und sagt, das ist Ehe, da finden wir das okay. Das ist nicht Ehe, da finden wir das nicht okay. Und dann verwendet man im Rechtlichen auch noch den gleichen Begriff, der religiös vorbehaftet ist. Natürlich versteht ein Christ unter Ehe etwas anderes als der rechtliche Begriff. Also lasst es uns trennen. Wird das von selbst passieren? Wird der Drogenkrieg von selbst beendet werden? Die Tatsache, dass bei uns teure Betäubungsmittel im Umlauf sind, wird sich nicht einfach verändern. Je mehr Aktion scharf gemacht wird, desto schlimmer wird das Ganze. Schauen wir doch nur mal nach Mexiko. In Mexiko bricht der Staat vielerorts sprichwörtlich zusammen. Da regiert die Mafia. Und das unterstützen direkt und indirekt westliche Länder durch ihre restriktive Bullshit-Politik, was Drogen angeht. Lasst uns diesen Drogenkrieg einfach beenden. Wird das von selbst passieren? Wenn die von selbst draufkommen, dass sie da völlig am Holzweg sind? Und denken wir nur an die europäische Integration. Da wird ein ganzes Projekt, ein geniales Friedensprojekt, in Verruf gebracht. Warum? Weil Dilettanten am Werk sitzen, weil mit Subventionen massiv Missbrauch betrieben wird. Und zwar massiv, weil die Strukturen völlig kaputt sind, völlig überbürokratisiert und dadurch gerät ein geniales Projekt in Verruf. Wird sich das einfach so verändern? Schnipp! Wird das einfach so passieren? Oder denken wir mal was ganz Einfaches, etwas völlig Triviales. Die anständige Offenlegung der Nebeneinkünfte der Parlamentarier. Das Verbot der Abgeordnetenbestechung. Ganz einfach, wir würden sagen, okay, in einem Rechtsstaat sollte das Standard sein. Wird das einfach so passieren? Nein, das wird es nicht. Nein, all diese Dinge werden nicht von selbst passieren. Und viele, viele andere Dinge. Wir fordern das nicht umsonst. Wir setzen uns mühsam und mit viel Arbeit auf Parteitagen zusammen. Wir arbeiten Vorschläge aus, wir arbeiten Ideen aus und wir machen das Ganze gar. Wir arbeiten uns in diesem ganzen Wulst an Politik, Struktur und Verwaltung ein. Das ist verdammt mühsam. Das hat verdammt lange Zeit gedauert und langsam beginnt es zu wirken. Denken wir doch nochmal an den Untersuchungsausschuss zum Flughafen BER. Glaubt ihr tatsächlich, glaubt denn auch nur einer, dass ohne uns die Offenlegung all dieser Missstände so gut funktionieren würde? Wir sorgen dafür, dass dieses verdammte, kaputte Projekt durchschaubarer wird. Niemand bestreitet, dass wir da eine verdammt geile Arbeit machen. Und die müssen wir auch an anderen Stellen machen. Da sind wir gefordert. Und darum, wegen all diesen Dingen, wird sich nichts verbessern, wenn wir einfach aufhören. Wenn wir die Hände in den Schoß legen, wenn wir uns davon fertig machen lassen, dass es Rückschläge gibt.
Verdammt nochmal, als ich vor Jahren angefangen habe, als ich Sommer 2006 angefangen habe, mich für die Piraten zu engagieren. Ursprünglich aufgrund der Softwarepatente. Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt jemals erfolgreich sein werden. Keine Chance. Ich habe sogar nicht einmal daran geglaubt, dass wir da jemals zu einer Wahl antreten können, weil die Hürden relativ hoch sind mit dem Unterschriften sammeln. All das ist uns schon gelungen. Wir hatten einen Hype. Dieser Hype hat uns in eine Menge Parlamente getragen. Und natürlich hält sowas nicht dauerhaft an. Dies ist eine Sisyphus-Arbeit. Aber die Piraten sind ein langfristiges Projekt. Ein Projekt, bei dem wir sukzessive an unseren eigenen Fehlern auch arbeiten müssen. Wir müssen auf die Straße gehen können und müssen Menschen fragen können, warum sollen die Piraten in den Bundestag? Warum müssen die Piraten in den Bundestag? Und man muss uns eine Antwort geben können. Das müssen wir schaffen. Nicht wir müssen den Leuten erzählen können, warum müssen wir in den Bundestag? Das müssen wir jetzt tun. Aber in Wahrheit müssen wir dahin kommen, dass uns die Leute sagen, darum wollen wir, dass sie in den Bundestag kommen. Das müssen wir den Menschen vermitteln. Dass die Menschen verstehen, warum es wichtig ist. Warum wir uns mit den Fragen befassen, die unangenehm sind. Warum wir uns mit den Fragen befassen, die für die Zukunft relevant sind. Mit Fragen, die nicht in einer Legislaturperiode bewältigbar sind oder die bequem sind, als Wahlversprechen. Wir befassen uns mit diesen Dingen. Das ist unangenehm. Das ist auch unangenehm, wenn wir uns parteiintern auf Themen einigen. Das führt zu Streit, das führt zu Konflikten und wir tragen die nicht im Hinterzimmer aus. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber da müssen wir auch die Grenze ziehen zwischen Konflikt und persönlicher Anfeindung. Aber all das machen wir aus einem guten Grund. Und darum sollten wir verdammt nochmal diese Woche nutzen. Die Bundestagswahl ist für uns eine Chance. Eine Chance, mit unseren Themen in die Öffentlichkeit zu treten, unabhängig vom Ergebnis nachher. Den anderen klarzumachen, das ist wichtig. Das ist wichtig. Netzneutralität ist kein Randthema. Allumfassende Überwachung, der Aufbau eines Überwachungsstaates ist kein Randthema. Die Bundestagswahl ist für uns eine Chance, diese Themen an die Öffentlichkeit zu kriegen. Lasst sie uns nutzen. Jeden einzelnen Tag. Jeden Tag. Auf Infoständen. Mit Plakaten, auf Flyern, die wir auf Straßen verteilen, die wir in Postkästen werfen, bei Gesprächen mit Journalisten und mit Bürgern, in Blogs, in sozialen Netzen. Jede einzelne Minute zählt. Weil jede einzelne Minute haben wir jetzt Aufmerksamkeit für politische Themen, die massiv im Argen liegen. Und jedes einzelne Gespräch, jeder Flyer bringt uns der 5%-Hürde ein Stück weit näher. Ob es uns gelingt oder nicht, die Probleme werden bleiben. Je stärker wir jetzt sind, je effizienter wir jetzt im Wahlkampf sind, je mehr wir jetzt tun, desto weiter wird uns das nachher bringen. Nächstes Jahr kommt EU-Wahl. Nächstes Jahr kommt die Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Und besonders bei der EU-Wahl. Ihr wisst es alle, wo denn ACTA ganz massiv ausgehandelt wurde, wo INDECT ausgehandelt wird und die daraus hervorgehenden Wahnsinnsprozesse, dort müssen wir anpacken. So oder so. Wer tut's denn, wenn nicht wir? Wer wird sich in den Parlamenten hinstellen und widersprechen? Wer wird sich in den Parlamenten hinstellen und die Alternativen aufzeigen? Wer? Darum appelliere ich an euch alle, lasst uns einen geilen, restlichen Wahlkampf machen. Unabhängig vom Ergebnis. Einen Wahlkampf, der den Menschen bewusst macht, warum sind unsere Themen wichtig? Warum sind das keine Randthemen? Lasst uns auf die Straße gehen. Lasst uns in die Netze gehen. Lasst uns die Menschen erreichen. Lasst uns vermitteln, warum wir in Zukunft in den Parlamenten gebraucht werden. Vielen Dank für euren Einsatz bisher. Wir haben schon einen weiten Weg gemacht. Im ganzen Land plakatiert, wir haben Flyer-Aktionen gemacht, aber wir müssen jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Bis zum 22. September werde ich jede freie Minute nutzen,
um unsere Ziele weiter zu erreichen, um uns ein Stückchen näher ins Parlament zu bringen, um den Menschen ein Stück weit klarer zu machen, warum ist es wichtig, dass Piraten in Zukunft in Parlamenten wirken. Und ihr? Seid ihr dabei? Lasst uns das machen. Ich wünsche euch noch einen guten Wahlkampf.